So, dann spielen wir das mal weiter. Und wechseln erstmal nicht. Ich wechsle immer so zur 60. Minute ungefähr. So, die Lilia machen ganz schön Druck jetzt hier in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise Ende der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit. Zwar habe ich erste Halbzeit, bin ich da am Ende wieder ein bisschen zurückgekommen, mit einer Torchance, glaube ich. Oder zwei. Aber die andere Mannschaft, ich weiß jetzt nicht, wie man die ausspricht. Oh, jetzt hier. Angriff. Oh, der kann ja noch. Ey, wie kann er denn den Ball da gewinnen? Oh, jetzt hier. So. Aber sicherer Ball gewinnen. Und jetzt hier Jakonan. Auf Abdelauer. Pinto durch. Nee, eine Ecke rausgeholt. So. Ecke. So, die wechseln schon. Dann gucken wir mal. 55. Minute. Ob schon irgendwer. So, nee, ist noch keiner so richtig angeschlagen. Kann man noch mit leben. Brauchen wir noch nicht wechseln. So, und jetzt Kopfball. Das war Schmiedeberg, oder? Der kleinste mit nach vorne. Was ist das denn für eine Eckentaktik? Das sollte ich vielleicht nochmal umstellen. Sagi und Pogatetz schön nach vorne gehen. Die Kopfballungeheuer bei Hannover. Die auch Nationalmannschaft spielt. Also zumindest Pogatetz bei Österreich. Hagi würde eigentlich bei Tunesien spielen, aber unter dem neuen Nationaltrainer ist das irgendwie nichts. Und das macht er richtig gut. Oh, ja. War ganz knapp gestoppt. So, es müsste einen Einwurf geben. Gibt's auch. So, also ich finde das Spiel sehr gut. Also bis jetzt, ich habe auch schon sehr viele Online-Partien. Ich werde auch nochmal meine Origin-ID reinschreiben, wenn ihr das wollt. So, ja, Konan, was soll denn der alleine machen? Und der zum Pass. Und direkt. Oh. Warum steht da denn keiner? So, Vorteil. Und Lee jetzt im Angriff. Was machen die da? Na, zur Zeit bin ich ja ein bisschen Spiel überlegen. Aber nur ein bisschen. Rausch, der wird der Garant sein in der Saison. Zuschauen, staunen und hinterherlaufen. So geht's nicht. Er holt in sich per Grätsche und schickt seine Mannschaft nach vorne. Ein sehr schöner Pass. Guck mal hin. Ja, Konan. Oh. So, ja, jetzt wird erstmal gewechselt. So. Der Ball ist im Aus. Es gibt Abstoß. Schlau drauf. Ne, Rausch erstmal. Dann kann man Auge einsetzen. Dann ist das auch ein bisschen defensiver. Schlau drauf, da kann man. Den würde ich noch einwechseln, gucken wir mal. Schlau drauf und Jakonan, dann würde ich Stoppigam, weil der ein bisschen offensiver ist, da einsetzen. Und. Oh nein! Das will ich nicht. Abdelauer muss anscheinend durchspielen. Und Sobiek hier. Das war ja die beste Aktion von Sobiek gegen Dortmund im Spiel. 85. Minute oder so. Auf jeden Fall hat er da rot bekommen. Nach einer Minute. Ah, das war nicht schlecht. Aber Hannover hat ja dann trotzdem noch einen Last-Minute-Sieg gemacht gegen Dortmund. Mit dem Eckball-Tor und Jakonan war es, glaube ich. Ja, Jakonan. Also super Tore. Das war Glück. Oh, 2-0 gegen Lille nur und zwei schnelle Tore. Waren die Liga anscheinend noch nicht so ganz drauf? Oh.
Okay, das liegt jetzt an der Rotation. Kann man jetzt natürlich sagen, ne? So, oh, jetzt knapp, jetzt knapp. Kommt da die Flanke? Torwart von Robert Zieler. Ja, Ron Robert Zieler ist ja ein ganz großer Torwart jetzt bei Hannover. Naja, früher war es der Enke, aber ich hoffe, ihr wisst alle, was mit ihm passiert ist. Darüber will man jetzt auch nicht mehr so doll reden. Also, ich fand es damals ganz schön schlimm. Sagen wir es mal so. Ja, was war sonst noch? Ach ja, wir waren bei Ron Robert hier. Ja, echt ein guter. Oh, oh, oh. Oh, der Anschlusstreffer. Ja, Ron Robert Ziel, ein ganz guter Torwart eigentlich. Ja. Boah, ich spiele hier nicht mal so ungenaue Pässe, Mensch. Wir sind noch in Führung. Oh, wo geht der denn hin? Oh, kann man so sagen. So, ich sollte mal wieder mehr über oben oder unten spielen. Weil da spielen ja die Neuen. Immer noch Energie. Oh, 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 was ist hier los? Das sah eben so aus, als ob der durchkommen würde. So, Henning Hauger. Aber das war jetzt kein Foul, oder was? Oh. So, ich wette, die haben jetzt auf Offensiv gestellt. Zumindest werden sie es gleich tun, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Oh, zum Ball, Jungs. Was macht denn der Ron-Robert Zieler denn da? Das war der Ausgleich, das war ja nicht so schön. Auf Weltklasse wäre das jetzt schon früher in die... Oh. Sensationell. Fußball mal loben kann zum Erfolg führen, so wie hier. Ein herrlicher Treffer, das war der Ausgleich. Und das wird jetzt. Ja, ich fand's nicht so herrlich. So Stoppelkampf. Achso, kein Foul, ja. So, nochmal ein Freistoß. Oh, jetzt darf der nicht durchkommen. Der ist nämlich richtig gut irgendwie. Erinnert mich auch irgendwie ein bisschen an CC. Die Vollstreckerqualitäten. Stoppelkampf. Stoppelkampf. Abdelaue. Pinto. Henning Hauger. Sobiek. Das wird ganz gefährlich. Oh, Abdelaue. Naja. 2-2. Wir hatten unsere Chancen. Wir haben den Sieg vergeben. Das ist in der Saison in der Bundesliga schon ein bisschen anders laufen. So. Doch. Zwei frühe Tore, zwei späte Tore. Spannender hätte es jetzt nicht so wirklich noch. Naja. Okay. 1899 Hoffenheim gegen Espanyol Barcelona 2-2. Hoffenheim ist jetzt nicht so gut. Hertha 2-2 gegen Marseille, das ist natürlich top. Lille ist ja noch schlechter als Marseille, also muss uns vorbereiten auf Hertha. Wolfsburg gegen Gijon. Gijon wahrscheinlich auch ein Verein aus Frankreich? Ja, kann sein. Auf jeden Fall haben sie auch 3-1 gewonnen. Sicher von Wolfsburg. Oh, wer ist ein Spieler des Tages? Jan Schlauch traf, der ist draußen. Und Rausch hat 7,5. Oh, nicht schlecht, nicht? Ja, so, dann machen wir weiter. Okay, und wir... Ja, bis zur nächsten Aufnahme erstmal. Ciao.